Sarah Schäfer. Ja. Du kommst aus Bern, bist aber in Amerika gewesen. Was hast du da gemacht? Ich habe noch eine Zusatzausbildung gemacht an der New York Film Academy, also auf Eisenertechnik. Und habe dann gearbeitet, hauptsächlich auf Broadway und an anderen Produktionen, independent Filmen und so. Genau, war super. Da ist Film und Theater im Spiel. Was gefällt dir da besser? Ach, das ist schwierig zu sagen. Also ich bin schon mehr der Theatermensch, aber es hat beides seine eigenen Reize und ich mache beides sehr gern. Ja. Ja. Ist ja immer die Schwierigkeit, so dann auszuwählen, bekommst du Vorschläge von deinen Agenten oder von deiner Agentur? Das kommt jetzt ganz drauf an. Also in Amerika hatte ich eine Agentur, also hatte ich eine Agentin. Und hier in der Schweiz oder in Deutschland bin ich jetzt erst wieder seit 2 Monaten, also ganz frisch. Da habe ich jetzt noch keine Agentur oder einen Manager und da mache ich es jetzt momentan selber. Bekommst du dann Arbeitsanfragen von Produzenten, die sagen, ich möchte nicht mal ein Bild haben, beziehungsweise Stück? Ich bin jetzt zurzeit so zwischen verschiedenen Projekten einfach mal im Gespräch. Noch nichts Konkretes, aber es besteht halt schon so, dass man viel Arbeit investieren muss selber eigentlich. Ja. Also es ist nicht so, dass die Leute jetzt irgendwie an deine Haustür klopfen kommen und sagen, wir wollen dich. Genau, also so ist es nicht. Wie bist du dann überhaupt auf die Schauspielerei gekommen? Das ist sicher eine längere Geschichte. Ja, angefangen hat es eigentlich, als ich ein kleines Mädchen war. Also mein Vater, der hat uns immer einmal im Jahr eingeladen in eine große Produktion und das war mein Highlight. Also ich durfte dann meine kleinen Röckchen anziehen und meine Lackschuhe und so. Und tja, mit 8 stand ich das erste Mal auf der Bühne in einem Musical in der Hauptrolle und von daher war es mein Traum und meine Leidenschaft. Dann bist du direkt nach der Hauptschulzeit diesen Traum nachgegangen? Nein, also ich ging nach der Schule in die Highschool in Chicago, also Georgia. Und kam dann zurück, ging ans Gymnasium und ja, mein Werdegang ist ein bisschen speziell, aber ich ging dann nach Paris und dort habe ich angefangen, Theater. Ja. Auf Französisch? Genau. Dann bist du wieder in die Schweiz gekommen, hast in der Schweiz auf Deutsch gespielt. Genau. Ich habe dann nach Zürich gewechselt, habe hier abgeschlossen und habe auch gearbeitet in Bern. Und dann ging ich nach Amerika. Ja. Dann hast du wieder auf Englisch gespielt. Ja. Sehr interessanter Sprachmix. Ist da noch eine weitere? Ich spreche noch Spanisch. Also ich habe noch Spanisch studiert in Madrid, weil ich ein großer Fan bin von der spanischen Theaterwelt und Filmwelt. Ich finde sie wahnsinnig faszinierend. Und wollte eigentlich mal probieren, meinen Fuß da reinzukriegen. Habe das dann nicht so hingekriegt, wie ich wollte. und ja, dann danach bin ich zuerst wieder in die Schweiz gekommen und danach nach Amerika. Hast du jetzt im Moment Projekte laufen? Ein Stück, das gespielt wird oder ein Film, der... Ich habe erst kürzlich, gerade bevor ich zurückgekommen bin, den letzten Film abgedreht in Amerika, der heißt Unconditional. Und das war mein letztes Projekt, das ist jetzt in der Endproduktion. Ja. Und jetzt, wo ich hier bin, habe ich nur kleine private Sachen eigentlich gemacht oder mit anderen Kunstfreunden kleinere Projekte gemacht. Dem Film, den du jetzt da abgedreht hast, worum geht es da? Es ist ein heißes Thema. Es geht um Religion, es geht um Kompensation. Also die Geschichte ist von einem jungen Paar, das eigentlich eine Drogenvergangenheit hat, in eine Therapie geht und durch die Therapie sehr, sehr religiös wird, ja, sehr gläubig und eigentlich so die Sucht kompensiert. Und der Mann, also Corey, der mein Mann spielt, der geht dann zu weit, also der hat dann das Gefühl, oder er, Gott spricht zu ihm und sagt ihm gewisse Dinge und das geht dann in eine sehr spezielle Richtung. Also es ist ein Thriller. Ein Thriller. Ja. Aber ein Spielfilm. Ja, es ist ein Kurzfilm. Kurzfilm. Genau. Und der wird dann auch gesendet an verschiedene Festivals, Sundance und so. Und danach ist man
kann man sich das dann ansehen. Jetzt im Moment noch nicht, aber dann auch schon. Im Moment kann man sich den Trailer ansehen auf der Website vom Film. Hat dir diese Rolle gefallen? Ja, aber es war eine Herausforderung, klar. Ja. War ganz weit entfernt von mir und doch auch nicht, weil ich eine Frau gespielt habe, die ihre eigenen Probleme hat, die unsicher ist, und ich denke, jeder kennt das, egal was man produziert, man hat immer so eine gewisse Unsicherheit in seinem Leben, und das war wahnsinnig interessant, das zu spielen, weil es so etwas Alltägliches ist, und das fand ich schon toll. Also, das ist schon noch etwas von Schauspieler-Dasein, dass man wirklich auf Knopfdruck da einen anderen Mensch spielen muss. Wie ist das für dich? Gibt es da oft, dass du sagst, nein, das kann ich nicht? Nein, ich glaube nicht, dass ich sagen könnte, das kann ich nicht. Es ist einfach jedes Mal anders. Also jedes Mal, jede Rolle hat eine andere Herausforderung, und das finde ich auch das Spannende. Jede Rolle bringt was anderes mit, und ich denke, jede Rolle hat was in sich, das man auch hat. Also, ja. Irgendetwas ist da immer vorhanden. Man muss noch ein bisschen graben. Deine absolute Traumrolle? Meine absolute Traumrolle. Oh, schwierig. Ich würde gerne mal Lady Macbeth spielen von Shakespeare, aber da musst du noch ein bisschen warten, bin zu jung. Nein, genau. Aber eigentlich alles. Also ich bin offen für alles, weil gesagt, es hat alles seinen eigenen Reiz. Ich habe jetzt auch in den Staaten vermehrt Komödien gespielt, und es war auch eine neue Herausforderung, weil zuvor ich immer dachte, das liegt mir nicht so und ich bin nicht so lustig, und ich habe durch die Ausbildung neue Facetten an mir und Tiefen erkunden können, und das ist schon toll. Also war auch sehr spaßig. Was gehört dazu, so ein Schauspieler-Dasein zu erhalten? Was musst du dafür tun? Musst du trainieren? Musst du zeigen? Ja, alles. Also es gehört bestimmt dazu, dass man immer an sich arbeitet, sein Instrument perfektioniert. Ich denke, es kommt nie der Moment, wo man sagen kann, ich habe jetzt meine Ausbildung abgeschlossen, jetzt bin ich fertig. Das denke ich nicht. Und dann halt, man muss rausgehen, man muss networken, kommunizieren, man muss sich zeigen, und das ist nicht immer so einfach, wie es klingt. Weil gerade eigentlich so der Manager-Teil, ich glaube, das liegt dem Künstler gar nicht so. Also mir liegt es manchmal nicht so. Und dann ist es schon schwierig, ja. Spannend an, da läuft was. Ja, läuft immer etwas. Immer hoch und runter. Ist das eigentlich anstrengend, wenn da so ein Tag ist? Du weißt, du hast da 4 Drehstunden. 4? 4 oder mehr? Wie gehst du da ran? Ich bin vorbereitet. Genügend Schlaf ist immer wichtig. Ich denke, man muss bestimmt Sorge tragen zum Körper, fit sein und so die Ernährung schauen. Das trägt alles dazu bei, weil es schon anstrengend ist, wenn man dann so 10 Stunden so vor der Kamera steht und im ganzen Leben dran, kann es anstrengend werden. Aber für mich ist es immer so ein Adrenalinschub, dass ich das irgendwie gar nicht so merke. Was hast du für Wünsche an die Zukunft, deine Vorstellungen, deine Träume? Ja, ich wünschte mir schon, dass ich in der Zukunft weiter daran arbeiten kann in meinem Beruf, und dass weitere interessante Projekte auf mich zukommen. Und ich wünsche mir, mit interessanten Menschen zusammenzuarbeiten. Es gibt so viele geniale Regisseure, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, andere Schauspieler, und darauf freue ich mich eigentlich sehr. Ja. Wie findet man dich im Internet? Wie kommunizierst du? Ich habe eine Homepage. www.schäfer.com. Da kann man alles über mich lesen, mein Resümee ist drauf, Headshots, und man kann mich kontaktieren. Das ist eigentlich das Einfachste. Gut. Dankeschön. Danke dir.